Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Wir besprechen nun mal, wie im ersten Video heute schon angekündigt, die Streams von gestern Nacht. Beziehungsweise heute Morgen, als Rainer knapp 4 bis 5 Stunden gestreamt hat. Aber keine Sorge, ich schneide natürlich nur die Punkte raus, die wir auch wirklich besprechen wollen. Daher soll es wahrscheinlich kein 7 Stunden Reaction-Stream hier werden. Aber vorher nochmal kurz zur Einordnung. Rainer hat um 23 Uhr einen Stream gestartet, weil er aus dem Hotel geflogen ist. Dort war ein Feuerwehreinsatz und laut dem Hotel hätte Rainer dort gar nicht einchecken dürfen, weil er dort Hausverbot gehabt haben soll. Wir schauen uns jetzt den ersten 15-Minuten-Stream an und steigen nun ein, nachdem Rainer aus dem Hotel raus ist und der Welt mitteilen möchte, was denn genau passiert ist. Okay, los geht's. So. Ein herzliches Willkommen beim Drachen. Servus, Rainer. Jo. Wollt ihr was Cooles wissen? Ich bin eben aus meinem Hotel geflogen, weil die Haters mal wieder ultra komisch fanden, einen falschen Feuerwehralarm auszulösen. Trumpf war, dass dann die Person, bei der ich angerufen habe für das Hotel, behauptet hätte, ich hätte nicht angerufen und wäre einfach in ein Zimmer gegangen, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Okay, kurz schon mal unterbrechen. Diese Geschichte mit dem Feuerwehreinsatz finde ich absolut falsch. Habe ich in meinem ersten Video heute ja auch schon gesagt. Der Ärger auf Rainer sollte nicht dazu führen, dass die Feuerwehr oder das Hotel oder sonst wer Außenstehendes darunter zu leiden hat. Diese Aussagen von Rainer hier, dass er laut dem Hotel einfach in ein Zimmer gegangen ist, ist aber meiner Meinung nach schon irgendwie sehr, sehr komisch. Wie soll das denn bitte gehen? Die Zimmer sind doch normalerweise abgeschlossen. Man kann sich doch nicht einfach so in ein Hotel reinschleichen. Also zumindest glaube ich das nicht, dass man das so kann. Um ehrlich zu sein, würde es mich aber auch nicht wundern und ich würde es ehrlich gesagt Rainer zutrauen, denn er hat ja immer gesagt, dass er kein Geld für die nächsten Nächte hat. Und dann so eine Aussage, ja, ich weiß es nicht, aber irgendwas wird da ja wahrscheinlich gewesen sein, sonst würde das Hotel ja nicht sowas behaupten. Und das Allercoolste, ihr werdet es nicht glauben. Ihr seht mich nicht richtig wahrscheinlich, es ist zu dunkel, aber wollt ihr mal wissen, was der größte Witz ist? Die haben mich jetzt tatsächlich nachts in Arschkälte und verschnupft auf die Straße gesetzt. Hatten noch gesagt, dass sie mir angeblich beim letzten Mal Anwesenheit in diesem Hotel gesagt hätten, dass ich nicht wiederkommen darf, obwohl das nicht der Fall ist. Genauso wenig, wie dass ich nicht angerufen habe, was ich habe. Und dann wurde ja noch behauptet, dass ich erst vor kurzem in dem Hotel war, obwohl ich 3 Wochen in Berlin war, nachweisbar. Und genau das ist das, was ich vorhin schon meinte in meinem Video heute früh. Rainer ist auf 100 Sachen 80 und wenn er nur noch getriggert wird, eskaliert es. Also bitte, passt auf euch auf und macht keinen Blödsinn, denn ich glaube, niemand möchte, dass es irgendwelche Verletzten gibt. Und jetzt? Jetzt irre ich mit nicht mehr als 70 Euro in der Tasche durch die Finsternis, wobei es für mich gar nicht so dunkel ist, wie für euch vielleicht. Ich würde ja am liebsten meine Nachtsichtvision anmachen, da mein Handy sowas ja besitzt. Aber das geht leider bei TikTok nicht. Habe aber vorhin ein Video aufgenommen davon. Ja. Und die Feuerwehr, die Hater haben es mir wieder lustig gefunden, die Feuerwehr anzurufen, Krankenwagen, Polizei und ich weiß nicht was noch alles. Und ich bin mal wieder die Arme dran, die jetzt in der Kelle sich den Arsch abfriert. Naja, Rainer, auch wenn du das mit der Feuerwehr natürlich recht hast, dass es das eine scheiß Aktion war, du sagst ja selber, dass du gar nicht im Hotel hättest sein dürfen. Also, dass die Hotelmitarbeiter dich ja eh rausgeschmissen hätten, wenn sie dich erkannt hätten oder halt gefunden hätten. Denn nach deiner Aussage steht ja im Raum, dass du dich da reingeschlichen hast ins Hotel. Wisst ihr, mal abgesehen davon, ja, pass auf, nehmen wir mal kurz mich aus der Gleichung, ja,
dass ich jetzt hier mir den Arsch abfriere, mitten im Nirgendwo, nehmen wir mal komplett aus der Gleichung. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen in die Gleichung mal ein Hotelzimmer. Ein Hotelzimmer in einer Gastro am Sack der Welt oder am Arsch der Welt oder von mir aus am Zäpfchen der Welt. Mir egal. Nehmen wir einfach mal ein Hotelzimmer mitten am Arsch der Welt. So. Und dieses Hotelzimmer wird von einer kleinen Gastronomie bewirtet. Kostet 55 Euro die Nacht. Ist ein schönes Zimmer, schönes Bad mit schöner Regendusche. Richtig geil. So. Ist ein kleiner Familienbetrieb. Und der wird von ein paar hundert Hatern oder ein paar tausend Hatern von heute auf morgen mit tausenden von Anrufen bebombt. Die Rezensionen im Internet werden runtergeschraubt auf null. Die bekommen einen Feuerwehreinsatz mit Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, Großeinsatz, drum und dran, auf, hin und her und alles drum und dran. So. Und all das machen ein paar Leute, weil sie auf einen einzigen Menschen angepisst sind. Ja, das sehe ich ähnlich. Die Hotels können da natürlich nichts für. Wobei ich nicht glaube, dass die tausende Bewertungen und Anrufe nun bekommen haben. Ich habe das damals ja auch schon mal immer mal wieder besprochen und ein Beispiel gebracht mit den Fußballfans. Die meisten Fans schauen sich halt das Spiel an, was da vor sich geht. Aber eine kleine Gruppe überschreitet auch mal die Grenzen. Das heißt aber nicht, dass alle Fußballfans Verbrecher sind, sondern dass dieser kleine Teil zu weit geht und der ganz große Teil der Fans halt eben nicht. Es gibt halt nicht ein Hater-Kollektiv, auch wenn Rainer das immer gerne glauben möchte. Sie sind auf einen Menschen angepisst, der ihnen persönlich noch nicht mehr was getan hat. Im Gegenteil, er hat ein paar Videos gemacht, wo er was gesagt hat. Er hat ein paar Äußerungen gemacht, die dämlich waren, für die er sich tausendmal schon entschuldigt hat. Und er hat viele andere Sachen in die Hinsicht gemacht, die aber niemanden persönlich angegriffen haben. Oh doch, Rainer. Sag das mal den Leuten, die aus Wien kommen, dass du mit deinen Aussagen sie nicht angegriffen hast. Oder wie viele Leute hast du in den letzten Jahren vor deinem Haus angegriffen? Sagen wir mal, eine Handvoll Hater übertreibt es und überschreiten halt Grenzen und machen solche Aktionen wie jetzt gestern Nacht, dann würde ich nicht ausschließen, dass du mit diesen Hatern auch schon mal im Real Life Kontakt hattest und mal was auf sie geschmissen hast oder sonst was zum Beispiel. Denn für diese Aktion gestern waren nicht 50.000 Leute aus einer Telegram-Gruppe verantwortlich, sondern nur ein paar wenige Leute vermutlich. Und ich finde, das sollte man dann schon auseinanderhalten. So, dann fahren wir einfach mal mit tausenden von Hatern über 10 Jahre hinweg zu diesem Menschen hin. Greifen ihn tagtäglich an, so lange, bis er irgendwann zurückschlägt und einen in die Fresse eintritt. So, und anstatt, dass dann die Leute, die dann angegriffen werden, und die Leute, die da eigentlich dafür sorgen, dass die Person, die angegriffen wird, sich verteidigt. Diese Leute kommen unbehelligt davon. Sie machen weiter. Sie schmieren die ganze Nachbarschaft voll mit ihrem Graffiti. Sie schreien die Nachbarschaft zusammen. Sie gehen her, rufen so lange die Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei und was weiß ich noch alles, bis man meinen könnte, die Welt geht zugrunde. Moment, Rainer, das Beispiel passt aber nicht so gut, denn damals in der Schanze, wo du gerade von geredet hast, bezüglich der Besuche, hast du ja immer die Polizei gerufen, oft wegen absoluten Nichtigkeiten, nicht die Hater. Daher würde ich jetzt von deiner Seite aus nicht dieses Beispiel nehmen, weil du dich da früher auch sehr fragwürdig verhalten hast. So, und das alles und ähnliche Geschichten passieren über einen viel längeren Zeitraum. Von fucking 10 Jahren. So. Aber es ist damit genug. Hört die Person auf und macht nichts mehr. Ja. Greifen die Leute ihn trotzdem an. Ja. Und was soll das Ganze letzten Endes?
Nein, das stimmt natürlich nicht, Rainer. Du bist monatelang so gut wie gar nicht angegriffen worden oder irgendwie genervt worden. Es gab mal ein Foto, wie du mit Gregor Hutz durch Nürnberg spaziert bist und das war's dann auch schon. Null Angriff und so gut wie null Hate. Denn du warst ja auch weg. Ich wollte ja selber schon ein, zwei Mal mit Videos über dich aufhören, weil ich gedacht habe, du bleibst jetzt vielleicht wirklich längere Zeit offline und du wärst dann halt zur Besinnung gekommen, dass das der einzige Ausweg halt für dich ist. Aber als du halt immer wieder gekommen bist, war mir halt auch klar, dass du niemals ohne dieses schnelle Geld und den Fame, den du im Internet hast, leben kannst. Daher nein, Rainer, wenn du einfach mal zurückziehen würdest, würde das genauso wie bei anderen, zum Beispiel einem Mimon, halt abflachen und verschwinden. Nichts. Gar nichts. Denn es ist ja fucking egal, dass dieser Mensch sich millionenmal für seine hunderte von Fehlern entschuldigt hat. Es ist egal, dass dieser Mensch fucking ohne Ende am Leiden ist, weil er von tausenden von Menschen gehasst wird, von tausenden von Menschen angegriffen wird, von tausenden von Menschen körperlich so lange verletzt wird, drangsaliert wird, bis er jemanden in die Fresse eintritt. Und was ist das Ende vom Lied? Dieser Mensch ist krank, mitten in der Nacht, im Nirgendwo, zwischen dem Arsch der Welt und dem Hurensohn der Welt und dem Wichser der Welt. Und am Ende hat sich trotzdem nichts geändert. Er zieht trotzdem durch. Und warum zieht er durch? Weil es fucking scheißegal ist. Und solange du diese bekloppten Gedanken von wegen unbesiegt auf ewig nicht aus dem Kopf rausbekommst, wird dein Leben auch nicht besser, Rainer. Das sage ich dir wirklich als guten Rat und als ernst gemeinten Tipp, um dein Leben in den Griff zu bekommen. Lass es sein mit dem Internet und hör auf, allen beweisen zu wollen, dass du dich niemals unterkriegen lässt, weil du ein Drache bist und so weiter. Für was machst du das denn alles? Ich kann's dir sagen, nur für dein Ego. Und wenn du das hinbekommst, dass du das abschalten kannst, dann wirst du ein sehr viel besseres Leben führen können. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Dieser Mensch wird nie wieder eine Arbeit finden. Dieser Mensch wird fucking nochmal niemals eine Wohnung finden. Warum scheißt er darauf? Ganz einfach. Weil es fucking egal ist. Es macht keinen Unterschied. Denn egal, ob diese Person weitermacht oder aufhört, es wird weitergemacht. Der Hass wird niemals enden. Der Hass wird immer weitergehen. Noch ein Schlag auf die Fresse. Noch ein Tritt in die Eier. Noch ein Tritt in den Arsch. Noch mal ein Bein gestellt und noch einen Arm gebrochen. Scheißegal, interessiert keine Sau. Die Politik interessiert sich einen feuchten Scheißdreck dafür. Die Regierung, die Menschen, die wir gewählt haben, um Recht und Ordnung und Gesetze durchzusetzen, interessieren sich einen fucking Bullshit dafür, dass tausende kleine Möchtegern-Terroristen immer weitermachen. Oh Rainer, jetzt wird's aber übel. Selbstverständlich sind die Hater keine Terroristen und selbstverständlich wird der Hate weniger, wenn du aus dem Internet weg bist. Das hat man gesehen im letzten Jahr. Dein Problem ist dein Ego. Du möchtest dir einreden, dass es egal ist, was du machst, damit du halt so weitermachen kannst wie bisher. Aber das ist falsch. Du kannst was an dieser Situation ändern. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, nur du kannst was an dieser Situation ändern. Die Polizei interessiert sich einen Scheiß dafür. Die Regierung interessiert sich einen Scheiß dafür. Und was passiert? Der Typ, der seit 10 fucking Jahren angegriffen wird, läuft mitten in der Nacht in Arscheskälte und extrem erkältet durch die Gegend, schwitzt sich den fucking Arsch ab, die Eier zu und am Ende wird er wahrscheinlich draufgehen und die Welt hat null daraus gelernt. Rainer, nochmal, es muss doch nicht so weit kommen. Ich hab's doch gerade gesagt, du hast die Möglichkeit, das alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Natürlich bist du jetzt angefressen und sauer, aber das sollte dann einem doch noch mehr klar machen halt, dass es so nicht weitergehen kann und dass du was ändern musst an dieser Situation. Es wird sich niemals was ändern, wenn ihr nichts ändert. Ich zieh durch. Wenn ich dabei draufgehe. Das ist mir scheißegal. Wie lange? Es ist mir fucking egal. Und wenn ich hier draußen krepiere und verreck und interessiert mich nicht. Und hier haben wir eigentlich das größte Problem im gesamten Drachengame.
Es gibt viele Hater, die alle eigene Moralvorstellungen haben und sich selbst sagen, beschäftige ich mich halt jetzt mit Rainer oder nicht. Manch einem wird es vielleicht zu langweilig, manch einer macht dann solche Aktionen wie mit der Feuerwehr. Es ist halt kein Kollektiv, wo gesagt wird, so, wir entscheiden jetzt gemeinsam, wie es weitergeht. Das macht jeder mit sich selbst aus, ob er sich da jetzt für interessiert oder nicht. Rainer hat also eine Masse von Hatern auf der anderen Seite, die aber komplett heterogen ist. Sagen wir mal vielleicht 100.000 Leute, die alle für sich selbst entscheiden, wie die Moral ist und wie weit sie sich mit dir beschäftigen wollen, Rainer. Auf der anderen Seite steht halt nur Rainer. Jetzt mal von außen betrachtet, welche Gruppe kann man dann eher dazu bewegen, sich in eine bestimmte Weise zu verhalten, dass es deeskalierend wirkt? Und das sieht natürlich sofort jeder, dass es Rainer ist. Diese ganz große Gruppe von Hatern, die komplett heterogen ist, kann nicht einfach so gesteuert werden von irgendwem. Es gibt kein Hater-Hauptquartier, auch wenn Rainer sich das ja immer ganz gerne vorstellt. Jeder macht es für sich halt selbst aus, wie er Sachen bewertet und wie er reagiert. Daher ist der einzige Schluss, und ich meine wirklich die einzige Möglichkeit, wie das halt ausgeht im Drachengame, der Rückzug von Rainer aus dem Internet. Ich habe es gerade ja schon mal angesprochen, Mimon Baraka, also der Echte, der hat's ja vorgemacht. Er hat sich zurückgezogen und lebt dann in Ruhe. Er hat keinen täglichen Hass mehr um sich herum. Und Rainer, das kannst du auch haben. Du musst halt nur einsehen, dass du etwas ändern musst und dafür musst du mal deinen Dickkopf beiseite lassen und rational handeln. Was passiert ist, ich bin nachts um 10:30, 11:15 aus meinem Hotelzimmer geworfen worden. Das Schöne ist, ich habe gerade mal 70 verkackte Euro einstecken, keine Kohle für ein anderes Hotel. Mal abgesehen davon, dass hier im Umkreis von bestimmt 20 bis 60 Kilometer kein einziges Hotel ist, in dem ich unterkommen könnte. Einfach nur deswegen. Weil es letzten Endes völlig furzegal ist. Das interessiert sich jeder an Scheißdreck für andere Menschen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja. Das wäre jetzt eine extra Nummer. Und da war dann der erste 15-Minuten-Stream vorbei, als neben ihm mein Auto angehalten hat, wie man hören konnte. Danach ging es 15 Minuten später weiter mit Rainers 4-Stunden-Stream. Von dem werde ich euch jetzt noch ein paar Punkte reinschneiden, über die wir nochmal sprechen können. Spielt absolut keine Rolle. Kein Geld, keine Unterkunft. Und minus 5 Grad. Ach, und noch was zum Mimimi. Ich bitte um Entschuldigung, dass es in meinem Stream um mich geht. Bitte ich wirklich um Entschuldigung dafür. Dann ist es mein Stream. Und in meinem Stream gibt es eben ein Mimimi. Wenn dir das nicht passt, schau in anderen Streamer. Ganz ehrlich. Soweit ich nämlich weiß, war ich in meinem Zimmer, habe einen Stream gemacht, ein Video hochgeladen, damit ihr was zu schauen habt. Und dann wurde ich angegriffen von Leuten, indem sie die Feuerwehr und die Polizei gerufen haben. Mal abgesehen von den Tausenden von Anrufen auf meinem Handy, die alle ungewollt waren. Hä? Aber ich soll mein Leben auf die Reihe kriegen, in den Griff kriegen. Sag mal, tickt's bei dir noch ganz richtig? Oder ist da schon jede Hoffnung verloren, was halbwegs normale Gehirnzellen angeht? Hä? Das würde mich echt voll interessieren. Wir merken hier sehr gut, dass Rainer in der Zeit nicht in der Lage war, irgendwie an Kritik oder irgendwelche Vorschläge entgegenzunehmen. Kann man in so einer Situation natürlich auch verstehen. Allerdings würde dann ja eigentlich jeder sagen, hey, ich bin im Moment total sauer und angepisst, ich mach mal lieber den Stream jetzt aus. Rainer aber halt nicht. Im Grunde gingen diese gesamten 4 Stunden halt genauso weiter. Er ist rumgegangen, hat sich tierisch darüber aufgeregt, wie seine aktuelle Lage ist, sieht aber keinen einzigen Grund an seinem Verhalten, der daran irgendwie beigetragen hat. Und da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, Rainer war heute Nacht in einer echt beschissenen Situation. Absolut verständlich. Das sehe ich auch so. Aber was ich nie in meinen Kopf irgendwie reinkriegen werde, ist dieses sture Festhalten an seinem eigenen Weg, wenn man doch sieht, was passiert, wenn man den weitergeht. Man muss doch irgendwas versuchen, um diese Situation ändern zu können. Und das ist bei Rainer halt im Moment überhaupt nicht der Fall, meiner Meinung nach.
Am Schluss des Streams gab es dann noch eine Situation, wo jemand aus dem Chat zu ihm gefahren ist und ihm eine Decke und Hilfe angeboten hat und ihn irgendwo hinfahren wollte. Rainer hat das aber erst abgelehnt und war extrem angefressen, wurde dann aber immer ruhiger mit dem Laufe der Zeit, bis dann der Stream auch zu Ende war. Ob er es dann auch angenommen hat, keine Ahnung. Aber das ist halt auch so ein Riesenproblem in Rainers aktueller Situation. Diese Paranoia, die er ja ärztlich bestätigt hat, weil er hinter jedem und allem eine Verschwörung sieht und es keine normalen Menschen gibt, die ihm vielleicht auch wirklich helfen wollen, sondern alles nur Hater sind, mit irgendwelchen Hintergedanken. Wenn das Hotel ihn rausschmeißt, sind das Hater, die Rainer schaden wollen. Wenn ihm jemand eine Decke anbietet, ist es ein Hater, der ihm nur was Schlimmes möchte, weil die Decke vorher irgendwie präpariert worden ist oder sowas. Und ich bin ehrlich zu euch, in dieser Situation, wenn man aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung, weil man diese Paranoia nun mal hat, nicht weiß, wem man trauen kann oder was man machen kann, sollte man sich einfach Hilfe holen in Form von medizinischer Hilfe. Und genau das würde ich Rainer halt auch vorschlagen. Wirklich in eine Notaufnahme zu gehen oder zu der Polizei, die einem dann mit dieser Situation helfen können und vielleicht eine Möglichkeit finden, in eine medizinische Einrichtung zu gehen. Und das meine ich wirklich gar nicht abwertend oder böse, sondern wirklich ganz ernst. Wenn man mit seinem Leben und der aktuellen Situation nicht mehr klarkommt, sollte man sich Hilfe suchen. Ganz davon zu schweigen, dass ich schon seit Ewigkeiten der Meinung bin, Rainer braucht halt einen Betreuer für ganz viele Themen in seinem Leben. Denn wenn jemand innerhalb von einem Jahr so viel Geld vom Hausverkauf durchbringt und auf den Kopf haut und eigentlich nur falsche Entscheidungen in dieser Zeit trifft, ist er halt nicht in der Lage, sein Leben alleine zu bestreiten. Naja gut, viel erzählt, aber ich wollte euch mal meine Gedanken dazu dalassen, denn ich bin wirklich der Meinung, das könnte ein Knackpunkt in der aktuellen Situation gewesen sein, dass sich irgendwas ändern muss. Denn wir sehen jetzt halt gerade die Eskalation einiger weniger Hater und halt die Eskalation von Rainer, der aufgrund seiner Situation im Moment nichts mehr zu verlieren hat. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er sich wirklich Hilfe sucht und vielleicht wirklich mal darüber nachdenkt, in eine Einrichtung zu gehen, in der er psychologisch betreut wird. Denn ich bin ganz klar der Meinung, er kann sein Leben im Moment nicht mehr normal weiterführen, aufgrund dieser Paranoia und des Unvermögens mit Geld umzugehen. Das wird sonst halt noch weiter eskalieren, was ich halt nicht hoffe. So, ich hoffe auf jeden Fall das Beste. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Medal of, meine Freunde!